Hallo Markus. Hallo Paddy. Guten Tag, Mera Luna Backstage-Ratte. Was? Moment, hallo. Nein. Nein, hier bewegt man sich schneller zwischen den Bühnen hin und her. Das ist sehr praktisch, wenn viel los ist. Du trittst Freitag immer auf. Also Christian von Aster und ich, wir sind praktisch das festgesetzte Team und die Mitte wird immer ausgetauscht. Und dann rocken wir jeden Freitagabend immer den Hangar mit Lesungen. Das war auch dieses Jahr wieder zu unser aller Erstaunen voll. Nein, die Leute finden das cool. Wir freuen uns darüber, dass die Leute so literaturinteressiert sind und vorbeikommen und es macht richtig viel Spaß. Und die anderen zwei Tage, was machst du denn noch hier? Die anderen zwei Tage mache ich das, was ich schon seit, ich glaube, 15 Jahren mache. Ich genieße das Festival, weil das Mera Luna, ich habe mich ja hochgeschlafen. Angefangen habe ich im Zelt, dann im Wohnmobil und inzwischen bin ich fast zu alt und schlafe dann im Hotel. Der Rücken. Der Rücken, die Dusche, das gute Frühstück. Man muss realistisch bleiben. Irgendwann, ne, du weißt, wie das ist mit dem Alter. Ja. Du bist ja seit jeher Fan der schwarzen Szene. Wissen das deine Fans, die nicht aus der schwarzen Szene kommen, überhaupt? Ja, ich werde auch schon gerne, weil ich laufe hier immer so rum, also in schwarzen Klamotten. Und das Lustige ist, dass ich bei vielen Buchhandlungslesungen gefragt werde, ob das mein Künstler-Outfit wäre. Laufen Sie privat auch so rum? Da sage ich, ja, das ist ja der Vorteil als Kreativer. Im Endeffekt kann ich rumlaufen, wie ich will. Und das tue ich stringent seit den 90ern und daran hat sich nichts geändert. Aber manchmal denken die Leute wirklich, es wäre Verkleidung. Mera Luna, 2018. Was ist anders als sonst? Ich habe in den letzten Jahren gemerkt, der Aufbau zum Beispiel, jetzt vom Organisatorischen her, der Aufbau rund um die Bühne, das war früher alles so ein bisschen durcheinander und so. Inzwischen ist alles sehr strukturiert und geordnet. Das merke ich seit den letzten Jahren immer mehr. Ansonsten finde ich alles wie immer. Die Musik ist super, die Bands spielen, manche gut, manche besser. Und alles ist schön. Also, und das Wetter ist sehr, sehr festivaltauglich, wie ich finde. Letztes Jahr war ja nicht ganz so gut. Da ich ja schon länger dabei bin, ich habe bei Mera Luna schon alles erlebt. Wir hatten Tropen, total bösartige Hitze. Es ist Sachen hier schon abgesoffen, also übelst. Dieses Jahr ist, finde ich, Luxuswetter eigentlich. Inwiefern fließt die schwarze Szene in deine Bücher mit ein? Ich baue die tatsächlich immer wieder gerne mal ein. Die Moritz-Bastei kommt öfter vor. Das WGT habe ich schon mit reingerissen. Ich setze Bands ein, die ich kenne, die frage ich vorher, keine Angst. Also ich baue nicht irgendwelche Bands in Bücher ein. Aber die laufen dann mal in den Hintergrund oder ich lasse sie irgendein Lied spielen. Also ich trage die Szene subversiv durch die Romane in die Öffentlichkeit. Und an Fantasie mangelt es auf Mera Luna ja nie. Hier gibt es ganz viele verschiedene Facetten, Frisuren, Outfits etc. Ich wollte den Bogen spannen zu deinen Büchern, weil du machst jetzt Science Fiction, du machst Horror. Was machst du noch? Science Fiction, Fantastik im weitesten Sinne, Horror, ein bisschen was Politisches habe ich auch schon gemacht. Das Spannende ist ja beim Schreiben, ich brauche nur meine Worte und meine Grammatik und ansonsten kann ich ja bauen, was ich will. Das ist ja super, du hast einen Baukasten, mit dem alles möglich ist. Deine neue Buchreihe heißt Türen. Ja, Türen. Also es gibt hier auf Mera Luna sehr viele Türen. Ja. Jetzt habe ich den Bogen gespannt. Ja, auch das war ein sehr, das, der Fuchs, das war ein sehr guter Übergang. Doors heißt es dann tatsächlich, weil wohl, ich finde, das klingt ein bisschen runder und netter. Es geht tatsächlich um ein neues Projekt, in dem Türen, Doors, eine wichtige Rolle spielen. Nicht die Band, sondern die normalen Türen. Es geht darum, was sich hinter Türen alles verbergen kann. Das ist ein sehr altes Motiv, man kennt es aus Märchen. Überall spielen Türen eine Rolle, ob das ein Horrorfilm ist, ein Thriller. Immer wartet irgendwas hinter der Tür. Glück, Hoffnung, der Mörder, was auch immer. Und in dem Fall ist es so, dass eine Gruppe von einem Sicherheitsteam losgeschickt wird, eine vermisste Frau zu suchen. Sie kommen in eine Höhle, da sind Türen nebeneinander und es gibt verschiedene Hinweise darauf, wo die Frau hin verschwunden sein könnte. Und die Leserschaft kriegt das umsonst, praktisch bis zu dem Moment, wo die Türen erscheinen. Und dann können die Leute ab 1. Oktober selber aussuchen, durch welche Tür das Team geht. Und so entsprechend verschieden verlaufen die Romane. Apropos Romane. Du machst ja nicht nur einen Roman, du machst ja immer gleich Buchreihen. Ich habe tatsächlich auch schon versucht, ein, zwei Solo-Bücher zu schreiben, also wirkliche Standalones, wie man neudeutsch sagt. Das kann ich auch, es funktioniert auch sehr gut. Aber meistens, wenn man die Welt schon entworfen hat, dann macht es einfach Spaß, sich noch länger drin zu tummeln. So einfach ist das. Gibt es irgendwelche Pläne oder steht das einfach so während des Schreibens? Nee, also meistens ist es ja geplant, wie viele Romane es werden sollen. Uldahad als ältestes Werk war von Anfang an auf 9 Bände ausgelegt, also zuerst auf 6 Bände und dann plus 3. Bei den Zwergen wuchs es so ein bisschen an. Die Bücher über mich übrigens. Ach, Entschuldigung. Jetzt habe ich dich rausgebracht. Ja, nein, gar nicht. Nein, da müssen andere Dinge geschehen. Ja.
Manche Bücher merke ich beim Schreiben, da geht noch mehr. Und ich weiß, dass ich da eine Fortsetzung schreibe. Ära ist zum Beispiel. Ära wird es noch eine Fortsetzung geben, ohne dass ich jetzt sagen könnte, wann. Die Türen. Vielleicht eine Tür ja bei Mera Luna? Es gibt keine Tür, die zu Mera Luna führt, aber man weiß ja nie. Ne? Ich wollte ja den Bogen spannen, ne? Zum Ende des Interviews. Ja, er macht das schon sehr gut. Ja, also meine Tür zu Mera Luna ist da oder da. Ich kann mir das glücklicherweise aussuchen. Und mal gucken, durch welche Musiktüren ich später gehe und mir noch alles anhöre. Ja, vielen Dank, Markus. Ja, da habe ich jetzt keinen, also da weiß ich jetzt nichts mehr drauf. Es ist, vielen Dank. Sehr gerne. Viel Spaß noch bei Mera Luna. Ebenfalls. Und mit den Türen viel Erfolg. Dankeschön.